Als nächstes spricht zu euch Susanne Kalpasott. Susanne Kalpasott ist die Direktorin des Diakonischen Werks Berlin-Brandenburg und Schlesische Oberlausitz, wie ich gelernt habe. Das habe ich beim letzten Mal, als sie zu uns gesprochen hat, noch nicht gewusst. Es freut mich ganz besonders, dass hier Berlin einer der wenigen Regionen ist, wo sich auch die Diakonie entschieden hat, als Teil des Bündnisses zu arbeiten, wo auch die evangelische Kirche unserem Bündnis sehr, sehr offensiv und offen aufgeschlossen ist. Susanne, sehr schön, dass du zu uns gekommen bist. Du hast das Wort. Ja, gerade habe ich wieder jemanden getroffen, der in einem dieser zahlreichen Müllbehälter nach Pfandflaschen suchte. Gleich hier am Platz. Aber wir leben ja in einem der reichsten Länder dieser Erde. Armut wird besonders zynisch, wenn sie vor solch einem Hintergrund wächst. Und das ist ohne Zweifel der Fall. Wir müssen uns in dieser Stadt nur umsehen. Viele Menschen kämpfen hier täglich gegen die Armut. Und viele davon sind Frauen, Alleinerziehende, Menschen mit Migrationshintergrund. 150.000 Menschen sind in Berlin seit Jahren arbeitslos. Es ist aber auch absolut erschreckend, wie viele der Menschen, die in die Sozialberatungsstellen der Diakonie kommen und um Hilfe bitten, eine Arbeit haben. Es ist längst nicht so, dass nur Menschen ohne Beschäftigungsverhältnisse arm sind. Berlin ist die Hauptstadt der prekären Beschäftigungsverhältnisse. Und besonders viele Frauen arbeiten in Jobs, die weder ihren Lebensunterhalt sichern noch irgendeine Alterssicherung bieten. Ihnen droht die Altersarmut. Jobs im sozialen Bereich gehören sowieso zu den am schlechtesten bezahlten. Auch deshalb sind wir als Diakonie in Berlin und Brandenburg dem Bündnis Umverteilen beigetreten. Es ist an der Zeit, dass die Politik endlich einsieht, so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen mehr Geld für soziale Arbeit. Ich fordere, soziale Arbeit muss ihrem Aufwand und gesellschaftlichem Wert entsprechend refinanziert werden. Und wer soziale Arbeit massiv ökonomisiert, muss wissen, was jetzt eingespart wird, führt später oft zu viel höheren Kosten. Ich fordere Schluss mit den Kürzungen bei Jugendhilfeeinrichtungen und Schulen. Es muss Schluss sein mit den ständigen Kürzungen im sozialen Bereich. Wir als Diakonie wollen verlässliche Angebote für die Menschen in Not schaffen. Das geht aber nur, wenn die Finanzierung der Angebote gesichert wird. Und ich sehe eine erschreckende Entwicklung hin zu immer mehr Projekten, die nur eine Zeit lang angeboten werden können. Wir brauchen aber viel mehr in der Stadt Berlin. Wir brauchen verlässliche Angebote in den Stadtteilen für Familien und für Kinder. Berlin ist die Hauptstadt der Kinderarmut. Das scheint aber die verantwortlichen Parteien überhaupt nicht zu interessieren. Und damit muss Schluss sein. Die Ökonomisierung im sozialen Bereich macht auch vor der Pflege nicht Halt. Es ist furchtbar, dass die Politik uns verordnen will, wie Pflege aussehen soll. Nach der Stoppuhr im Minutentakt sollen unsere Pflegerinnen und Pfleger alte Menschen versorgen. Das ist unmenschlich und wir wehren uns dagegen. Wir fordern deshalb endlich mehr Geld für die Pflege älterer Menschen und damit eine bessere Bezahlung für die Pflegekräfte. Auch deshalb hat das Diakonische Werk jüngst die Anhebung des Mindestlohns in der Pflege auf einheitlich 10 Euro in Ost und West gefordert. Kitas, Schulen, Jugendhilfe, Sozialberatung, Altenpflege, das sind alles Bereiche, in denen Menschen geholfen wird. Wir fordern, dass diese endlich besser finanziert werden und damit öffentliche Kassen dazu in der Lage sind, müssen eine Vermögensteuer und eine Finanztransaktionssteuer eingeführt werden.
Der Spitzensteuersatz muss angehoben und Steuerschlupflöcher endlich effektiv gestoppt werden. Diejenigen, die viel haben, sollten etwas abgeben für die, die weniger haben. Das ist nicht nur gelebte Solidarität, die für eine funktionierende Gesellschaft unabdingbar ist. Das ist auch gelebte Nächstenliebe. Wir als Kirche und Diakonie werden deshalb nicht schweigen und gemeinsam mit euch auf die Missstände in der Gesellschaft aufmerksam machen. Danke, dass ihr heute hier seid. Liebe Susanne, vielen Dank für die klaren Worte. Wir freuen uns hier in Berlin sehr, dass ihr dabei seid. Es gibt dem Bündnis auch zusätzlichen Drive. Und ich gehe davon aus, wenn wir die Großaktion im Herbst machen werden, dass auch da die Diakonie und vielleicht auch die Landeskirche, es gibt da ja intensive Gespräche, deutlichst auch Stellung beziehen wird zu dem, was wir im neuen Bundestag von den Parteien erwarten werden.